Moin Moin, Hocke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Ich habe ein Bilderbuch entdeckt. Es ist nicht ganz neu, aber ich habe mich in Eisbjörn verguckt. Max Kaplan und Lev Kaplan, Eisbjörn im Thienemann Verlag, das unglaubliche Abenteuer eines tapferen Mäuserichs. Ein Bilderbuch, was toll gemalt ist, eine tolle Geschichte erzählt und einfach für Liebhaber gemacht ist. Max Kaplan und Lev Kaplan sind Vater und Sohn. Lev hat Architektur studiert in der Ukraine, ist dann nach Stuttgart gekommen, ist Designer. Und sein Sohn, der eigentlich für Film und ja, für Filme arbeiten möchte, hat hier seinen ersten Text für ein Bilderbuch geschrieben. Erzählt wird die Geschichte von einem Mäuserich, der an einem sehr kalten Herbsttag runtergeht zum Strand, komplett durchgefroren ist und sich vor einem Leuchtturm mit der Fußmatte zudeckt, um ein bisschen Wärme zu finden. Dort wird er gefunden von Gustav. Gustav ist der Leuchtturmwärter, der Eisbjörn jetzt hineinbittet und die beiden werden Freunde. Und Eisbjörn kriegt mit, was es heißt, in einem Leuchtturm zu leben, zu arbeiten. Und er wird aber noch sein größtes Abenteuer noch erfahren, denn eines Tages ist ein großer Sturm und die beiden machen Reparaturarbeiten an den Turm. Dabei wird Gustav so krank, dass er nächsten Tag das Bett nicht verlassen kann. Und es kommt ein Funkspruch, ein Notfunk herein von einem großen Schiff auf hoher See. Und Eisbjörn registriert, dass er jetzt ganz alleine in diesem Turm, in diesem Leuchtturm ist und das Schiff retten muss. Er muss irgendwie das Leuchtfeuer entfachen, wie er das schafft, die Treppe hochzukommen, wie er es denn letztendlich auch schafft, das Licht anzumachen, sei den Leser überlassen. Ich darf mit freundlicher Genehmigung vom Thienemann Verlag ein paar Bilder zeigen. Man sieht hier zum Beispiel toll, wie er durchgefroren den Leuchtturm findet oder sich hier mit der Fußmatte zudeckt. Ich finde, die Bilder sind für sich aussagekräftig, sie sind wunderbar gemalt. Der Text ist toll, ein Abenteuer, eine süße, tolle Maus. Dementsprechend wünsche ich dem Buch viele Leser, für junge und große Buchliebhaber eine tolle Entdeckung. Und natürlich ein Leuchtturm im Mittelpunkt der Geschichte gehört natürlich in den Leseschatz. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss!